Die Lage war unübersichtlich am Dienstag in der Stadt Dartford in der englischen Grafschaft Kent. Hier waren nicht weniger als 25 Autos und ein Bus in einen Verkehrsunfall verwickelt. Überall auf der Straße standen zerbeulte Fahrzeuge und offensichtlich aufgeregte Menschen, die sich unterhielten oder telefonierten. Ein Augenzeuge hielt die Szenen fest und postete sie auf Facebook. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden 14 Menschen verletzt, glücklicherweise aber keiner davon schwer. Ein Mann wurde laut Polizei nach der Massenkarambolage festgenommen. Nähere Informationen zu den Hintergründen des Unfalls gab es zunächst nicht.